Und damit willkommen zurück in dieser Höhle drin, die hier eventuell sich noch ein bisschen auffächert, aber hier oben geht es eben auch schon wieder in Richtung normale Höhlen, was mir tendenziell besser gefällt. Irgendwo hatte ich gerade hier an die Wand geleuchtet, hier gezoomt und habe irgendwo Eisen gesehen. Das ist aber irgendwie... Naja, nehmen wir das derweile, bis das andere wieder da ist. Jo. Ja, das war irgendwo da hinten jetzt, aber kann auch sein, ich habe mich verguckt. Oder es versteckt sich. So, wie komme ich denn oder wie mache ich das denn? Ich gehe mal kurz hier rum. Tja, wie gesagt, wenn es jetzt nicht noch eine bombige Überraschung gibt oder sich das hier extrem aufdröselt oder ich noch was Cooles finde, würde ich jetzt tendenziell schon wieder beinahe nach oben gehen. Wie gesagt, ich wollte einfach mal wieder hier rein. Es ist auch immer, man muss es ja auch immer ein bisschen unter Rücksicht nehmen, dass man ja auch diese Fahrzeit hier rüber erstmal hat, ne? Das ist ja nicht so einfach mal schnell, ich gehe jetzt mal wieder eine Folge darunter, sondern man muss sich dann eigentlich immer schon eine Session vornehmen, weil es ja eben auch einige Zeit dauert, bis wir hier hinten überhaupt angekommen sind, ne? Das ist es ja immer. Trotzdem ist es dann auch cool und dann lasse ich mich auch gerne mal packen und mache dann wieder und dann sage ich, eigentlich gehe ich wieder zurück und aber eigentlich noch nicht, dann finde ich wieder irgendwas, dann bin ich wieder mal im Rausch der Diamanten und schon wird aus einer Session oder besser gesagt aus einer Folge 2 und aus 2 Folgen 4 und aus 4 Folgen 8, also das ist dann immer so eine Sache. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen hier Goldrausch. Auch gut. Nehmen wir doch. Eisen nimmt er nicht mehr mit, weil... Ach ja, genau. Weil, warte mal kurz, das werde ich einfach verbauen hier. Jetzt hat er aber wieder ein Problem mit den Knochen. Warum nimmt er die jetzt nicht? Weil ich wieder irgendwas... Ah, jetzt habe ich wieder außer den Bruchstein aufgesammelt. Ei, jetzt habe ich wieder das Eisen weggeschmissen statt... Jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Sag ja. Inventar ganz schnell voll, wenn wir hier 2-3 Kisten finden. Das ist immer das Problem. So, ich würde mich mal dem Wasser kurz hier nach oben ziehen lassen. Und hier mal einen Blick reinwerfen, weil da ist es wieder hell. Ist das jetzt das, was wir vorhin schon gesehen hatten? Oder ist das schon wieder was anderes? Ich werde mal einen sofortigen Blick riskieren. Jetzt sind wir hier wieder unter Wasser. Ah, okay. Voll von Wasser umgeben hier gerade. So. Kommt einfach mal aus allen Richtungen und versucht uns hier wegzuspülen. Das ist eine Sauerei, ist das. Muss man ganz klar sagen. Jo, da geht's nach oben. Schön. Schön, dass es da nach oben geht. Aber da komme ich nicht einfach so ohne weiteres. Mir nichts, hier nichts nach oben. Das sollte man auch mal deutlichst erwähnen. Aber ich versuche einfach mal so weit wie auch nur irgendwie möglich. Hallo, woran hängt es denn hier? Ich will einfach nur hier hin. Einfach mal suchen, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Eisen natürlich mitzunehmen. Ah ja. Ist ja schon klar, ne? Das ist dir schon klar hier, dass ich sowas nicht gebrauchen kann, ne? Sieht schon krass dahinter aus, aber... Ha, ob ich da dahinter will. Das sei mal dahingestellt. Nein. Gott sei Dank, fall mir nicht runter jetzt. Brauch euch. Hatte ich jetzt irgend sowas wie... Ich hatte auch Kohle mitgenommen. Also können wir ja von mir aus auch noch ein bisschen abtragen. Weil die unter mir sollte ich nicht gerade abtragen. Das wäre jetzt blöd für mich. Ja. So, aber wenn da dahinter schon wieder Wasser aus der Wand kommt und was weiß ich mich wohin spült. Genau das meine ich. Na komm schon, ey. Ich wollte jetzt nicht ersaufen hier drin. Wo geht denn das hier hin? Komm mal her jetzt.
Lass dich mal, stell dich mal nicht so an. Ist das einfach nur eine scheiß Unterwasserhöhle wieder oder geht's hier nach oben? Es geht nach oben. Ja, nice. Oh, das war ein bisschen risky gerade, aber... Oh, Alter. Aber auch dämlich, weil... Naja, gut. Ach, wenn wir einmal so weit oben sind jetzt, weißt du was. Ich habe in letzter Zeit so viele Höhlenfolgen gemacht, ich will eigentlich gar nicht mehr. Sag ich so, wie es ist. Wir haben ja auch wieder ein bisschen was gefunden, wenn es auch nicht die Messe ist jetzt, aber ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen, ein paar Diamanten, Redstone-Kohle, Lapislazuli, wir haben von jedem was. Außer Smaragd, Smaragd gibt es aber nur im Gebirgsbiom, von daher nicht so erheblich. So, da ist eine Brücke von uns, das heißt, da ist der Kackstift. Ja, das sage ich erst, wir sind ja gar nicht so weit weg von unserem Haupt. Dingen hier, wo wir in letzter Zeit sehr, sehr oft drin waren. Da ist unsere Erdbrücke. Und dann gehe ich jetzt einfach zurück. Was soll's? Komm schon. Was soll's? Halt Tage, da hat man nicht so Lust drauf. Ne? Und überhaupt bin ich heute... Ja, ich wollte noch ein bisschen Minecraft zocken, wollte noch ein bisschen Let's Play machen und so, aber eigentlich jetzt so nach ein paar Folgen, ach, sage ich mir schon wieder, reicht. Reicht. Also jetzt zurück, erstmal aufräumen. Ich meine, ich freue mich über ein paar Sachen jetzt wieder, die wir mitbringen. Ist ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Mal gucken, was wir hinten am Berg noch so ein bisschen machen können. Dass wir das alles mal mit Erde füllen, noch Stück für Stück. Hey, Eisengolem. Na? Ja, du Affe, du schießt mich hier runter. Pass mal auf, du. Das war voll eins in den Rücken geschossen, ey. Ja, wie gesagt. Gucken, was wir so anstellen zu Hause noch. Aber ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht wieder wochenlang. Ah, komm. Kann ich auch nochmal ein bisschen zubauen hier. Sicher, sicher. So, und dann unseren Abweg, der war hier. Wieder zurück. Zur Lore und ab geht's. Da kann ich ja vielleicht sogar unterwegs noch ein bisschen was rausfeuern, was ich jetzt absolut nicht brauche. Was heißt, absolut nicht brauchen ist auch ein starker Satz. Eigentlich brauche ich schon alles. Zumindest kann man alles gebrauchen. Guck's mir gerade mal so an. Maschinen. Gut, Kürbiskerne, Brot. Da habe ich genug zu Hause. Diesen tiefen Schiefer muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitschleppen. Und auch nicht diese Melonenkerne und was da noch nicht alles dabei ist. Weil ich habe ja im Strandlager auch noch einen Haufen Zeug. Vielleicht kann ich mir von dem noch irgendwas mitnehmen, weißt du? Aber erstmal was trinken. Ihr glaubt gar nicht, Freunde, wie ich mich heute so auf mein Bett freue. Oh, das wird was Schönes. Wie gesagt, langer Tag. Aber morgen Gott sei Dank noch ein Tag frei. Das wird richtig, richtig entspannt werden. Schlafen wie ein Stein. So. Da schweben immer noch diese ganzen Dinger rum, die ich das letzte Mal rausgehauen habe hier. Naja. So, fahren wir mal rückwärts, gucken uns den aufgehenden Mond an. Auch hier in diese langen Lorenfahrten immer ein bisschen Abwechslung reinbringen, keine Ahnung. Was soll ich sonst erzählen?
geht ein Mann in die Zoohandlung, will einen Papageien kaufen. Es gibt einen roten, gibt einen grünen. Da fragt dann Zoohändler: Ey, welchen soll ich denn nehmen? Ja, nehmen Sie den roten. Der grüne ist noch nicht ganz reif, ne? Scheiße. So, warum fällt mir das jetzt ein? Ich glaube, den Witz habe ich schon vor 20 Jahren erzählt, aber ja. Delfinchen. Oh, ich gucke noch mal ganz kurz in Strandlager rein, was wir dort noch so Schönes haben. Hinter dem Strandlager, übrigens, ich sag's nur, haben wir ja auch noch eine Höhle. Da wollten wir auch mal irgendwann rein. Was heißt, oder ich war ja hier schon mal so ein bisschen gucken, aber ich glaube, es kann auch sogar sein. Naja, Kohle ist hier halt, ne? Ist ja ganz in Ordnung. Wir hatten ja eben mal mit Kohle angefangen gerade und da kann ich das auch einmal voll machen. Na. Schadet mir nicht, wenn ich einmal hier drin bin. Aber die Frage war halt auch, hier hatte ich ja schon mal ein bisschen gebaut und so. Und hier ging es ja noch nach unten und ich würde da halt schon mal gerne so ein bisschen rumlaufen, noch gucken, wie tief der Scheiß hier eigentlich ist, ne? Da hört es erstmal auf. Das heißt, hier können wir schon mal ein bisschen looten und zumindest das ganze Eisen mitnehmen, an dem wir gerade hier vorbeigefetzt sind. Weil da haben wir auch noch einen angefangenen Slot gerade. Können wir ihn ruhig noch ein bisschen voll machen. Kann ja nur zu unserem Gunsten sein. Wer weiß, was für Zeiten auf uns kommen. Irgendwann gibt es vielleicht sogar eine Zeit, wo wir kein Eisen mehr finden. Und dann sind wir froh drüber, dass wir unsere Kisten so voll haben damit. Ich meine, ne, wäre ja denkbar. So, jetzt ist kurz die Frage, ich bin von hier oben gekommen, ne? Nur für den Fall, dass ich mich jetzt hier unten irgendwie verlaufe, weil hier will ich schon wieder den Weg zurückgehen. Das ist ein bisschen was anderes. Weil ich ja auch mit der Lore und so, also hier, das verwinkelt sich ja schon noch sehr oft. Das ist, upala, falsche Taste wieder mal. Also ich mache mal jetzt noch wenigstens hier, pass auf, Kohle und Eisen noch ein bisschen voll. So viel, wie ich jetzt hier kriegen kann, ohne mich jetzt hier unten zu verwinkeln. Weil wie gesagt, wir wollen wieder zurück und ich sag mal so, dann haue ich diese eine Session jetzt noch raus hier. Diese Füllung für ungefähr einen Tag hochladen und dann ist aber auch schon Schluss. Wie weit geht's hier noch nach hinten? Geht auch nochmal in zwei Richtungen. Da ist schon wieder Sandstein, also... Ist relativ überschaubar, sag ich jetzt mal. Hier ist das Wasser, was wir offenbar von der anderen Seite auch sehen. Also es ist vielleicht nicht zu groß, aber dass wir uns die mal noch ein bisschen vor Augen halten und sagen, da könnte es noch was geben. Irgendwann sollten wir da vielleicht nochmal runtergehen. Jetzt nehme ich mir aber zumindest, wie gesagt, hier Eisen und Kohle noch mit. Und dann fahren wir heim. Oh, vorsichtig sein hier. So. Ah, morgen wenigstens mal einen Tag ausschlafen. Das ist schon schön, glaube ich, der Gedanke gerade. Der motiviert mich so ein bisschen, die Session heute nicht ganz so lang zu machen. Umso länger können wir schlafen. Und schlafen ist ja auch gesund. Und ich bin in letzter Zeit ein bisschen, was Schlafen angeht, ein bisschen zu kurz gekommen. Also das ist, puh. Gerade so ein bisschen Familienbesuche heute gemacht, so. Wurde mir schon gesagt, ey, du siehst sowas von todmüde aus. Das ist schon unglaublich eigentlich. So. Das war das. Ansonsten, na gut, hier ist noch ein bisschen. Da haben wir die Kohle ja schon mal voll und Eisen ist immerhin auch bei 48. Das reicht doch erstmal. So, jetzt will ich nur noch mal ganz kurz hier einen Blick reinwerfen. Vielleicht können wir hier was da lassen. Also die Schienen auf jeden Fall. Weil die habe ich ja eh hier erstmal gehortet. Aber ansonsten, nee, den Rest habe ich ja schon mitgenommen. Aber pass mal auf. Einfach aus Prinzip würde ich die trotzdem mal hier lassen.
wie gesagt, auf der anderen Seite würde ich die halt auch mitnehmen, aber muss ich mir mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Bis dann.